Hallo zusammen und willkommen zurück bei Fall of Fear Pilgrim. Mein Gott, ich bin heute voll im Aufnahmefieber. Egal, es macht ja auch riesen Spaß. Und Fallout geht lang genug, da kann man ruhig mal ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Nicht wahr? So, ich habe jetzt die Mod übrigens mal ein bisschen heller gemacht. Ich hoffe, das bringt jetzt auch was. Wir sehen es. Ansonsten mache ich es halt noch ein bisschen heller. Wenn es immer noch nichts bringt, kann ich es auch wieder ausschalten. Kein Problem. Geh weiter, Plünderer. Jawohl. Okay, dann gehen wir mal Richtung was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht Diamond öffnen. City. Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen. Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Na gut, dann mal rein da in die gute Stube. Und schon wird's dunkel. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Nun, eins kann ich dir sagen. An die Diamond City Sicherheit brauchst du dich nicht zu wenden. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Das hoffe ich. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McDonough.
Was ist der wahre Grund dafür, dass nie ein Sicherheitsmann zu sehen ist, wenn es um verschwundene Personen geht? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Gut, wir sind in Diamond City angekommen. Oh Mann. Ja, es ist schon wieder stockfinster. Naja, okay, das soll mich jetzt auch nicht stören. Ich gehe sowieso in die Stadt. Ach du Scheiße, ist das auch dunkel hier. Wow. Piper, du bist zurück. Hallo? Hey, Kleine, wie verkauft sich die Zeitung so? Naja. Die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Die neuesten Neuigkeiten aus dem Commonwealth. Okay. Die Zeitung veranstaltet eine ziemliche Show, was? Na, stimmt. Ich hasse es, wenn sie über das Institut schreiben. Die Leute haben auch so schon genug Angst. Wie dem auch sei. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Das Leben hier ist trotzdem sehr viel sicherer als da draußen im Commonwealth. Was ist das Institut? Hast du mal vom schwarzen Mann gehört? Eine schattenhafte Kreatur, die nachts kommt, um die Leute zu holen. Das ist das Institut. Aber es gehört dir einfach zum Leben. Jemand wird vom Institut entführt oder von einem Raider getötet. Was ist schlimmer? Hinter diesen Mauern muss man sich wenigstens keine Sorgen wegen der Raider machen. Und? Was führt dich ins große grüne Juwel? Ich suche nach jemandem, der verschwunden ist. Verschwunden? Um wen geht es denn? Einen Freund? Einen Verwandten? Mein Sohn wurde entführt. Er heißt Sean. Dein Junge ist verschwunden. Das ist ja schrecklich. Ich fürchte, verschwundene Leute tauchen in Diamond City nicht mehr auf. Gott scheint sie vergessen zu haben. Und da die Leute das Institut fürchten, haben sie die Verschwundenen auch vergessen. Es ist hoffnungslos. Du bist nicht allein. Viele Leute in der Stadt haben Freunde oder Familie verloren. An der Last all der Verschwundenen sind ihre Seelen zerbrochen. Lass nicht zu, dass es dir ebenso ergeht. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne Menschliches. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit einem Rasiermesser schneidest. Kein Problem, wir haben alles. Hat gar nichts zu sagen. Die anderen Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Was verkaufst du hier? Alles, Sir. Miss Myrna beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Zeig mal, was du so hast. Ausgezeichnet.
Ups. Oh mein Gott, jetzt habe ich total vergessen, das blöde Mikro anzuschalten. Scheiße. Oh, verdammt. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Okay. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte. Das ist der Schnaps. Ja, es ist immer noch mega dunkel. Ist am Nudelstand. Naja, was soll's, gehen wir mal zu Piper. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Danke, schätze ich. Das ist kein Witz. Das Institut entführt Leute. Du solltest dich besser informieren, wenn du länger hier bleiben willst. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich bin hierher gekommen, weil ich jemanden suche. Lass mich raten. Dieser jemand ist verschwunden, stimmt's? Ich hab's dir doch gesagt. Und wen suchst du? Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat. Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Dann bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ja, du, ich und jeder andere in der Stadt. So. Er ist wieder völlig überlichtet hier. Das sieht doch. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott. Der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Kann man die überhaupt vergleichen? Die Welt hier draußen? Sie ist nicht einmal annähernd so wie die, die ich zurückgelassen habe. Hör ich da etwa Heimweh raus? Kann ich dir nicht übel nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Hör zu, was deinen Sohn angeht.
Ich wusste nicht, ob es dir schon besser geht und wollte die Zeit meines Freundes nicht vergeuden, aber er kann dir vielleicht helfen. Er heißt Nick Valentine und ist ein außergewöhnlicher Detektiv. Hat ein Büro hier in Diamond City. Halt nach dem Neonschild mit dem Herz drin Ausschau. Und du denkst, dieser Nick Valentine kann Sean finden? Ja, die Leute reden nicht gern über ihn. Stecken lieber ihre Köpfe in den Sand. Typisch Diamond City. Aber wenn man vom Glück verlassen und ganz allein ist und niemand einem hilft, dann ist er immer da. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. So. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Jetzt probiere ich mal kurz was. Wo ist es denn? Hier. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal vorerst wieder aus, bis ich mich mal damit mehr auseinandergesetzt habe. Auch wenn es uns ständig umbringen will, immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Ja, sabbel nicht, komm lieber mit. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Tja, entweder das oder weiter an der Zeitung schreiben. Ich glaube, die Zeitung kann warten. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. So, Dogmeat geht nach Sanctuary. Und wir nehmen die reizende Piper mit. Oh. Und klauen hier erstmal das Geld aus dem Schrank. Was hat sie sonst noch so? Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Mist, ich hätte Dogmeat vorher den ganzen Schrott geben sollen. Was haben wir hier? Oh, ein Fusionskern. Hallo? Piper hat einen Balkon. Das gucken wir uns doch mal an. Es ist groß, laut, korrupt und voller Arschkriecher. Aber es ist mein Zuhause. Keine Bewegung, Zünd! Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd! Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Zünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Huch. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia! Officer? Zurücktreten, Plünderer! Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hörst du schlecht? Ich sagte, verschwinde von hier! Sofort! Ganz schön gassig. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. So. Erstmal seine Taschen leer geräumt. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Na toll. Ja, was machen wir jetzt bis morgen früh? Ich hab's. Wir gehen erstmal. Wie viel haben wir eigentlich? Na ja, gut. Manchmal muss man sich echt fragen, wer sich denn überhaupt noch ein Neuankömmling, was ist die Tuch? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Hast du die Zeitung gelesen? Verdammt, das sind's. Verstecken sich mitten unter uns. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur. Lass stecken, Mann. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört.
Okay. Ab zu Detektiv Valentine. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Seine Krawatten. Oh. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Nick ist verschwunden? In was ist er da nur wieder reingeraten? Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Ja, immer mit der Ruhe. So, was haben wir hier? Bingo. Wir haben es ja nicht eilig. Sei mein Valentine. Na, was macht denn der McDonald da oben? Nicht die Farbe anfassen. Keine Sorge, mach ich nicht. Keine Sorge, Abbott. Ich behalte ihn schon im Auge. Gut so. Die Mauer hält die bösen Jungs draußen. Wäre also nett, wenn du sie nicht verschandelst. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Unser Vertrauen untereinander. Sie haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünds und andere Gespenstergeschichten zeigt, werden wir nicht zulassen, dass unser Vertrauen verloren geht. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Ihr redet vielleicht ein Mist. Lügner! Du Lügner! Peng. Oje. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Na gut. Ups. Ja, dann besorgen wir mal grüne Farbe für die Mauer. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Aber mit Piper hat man nichts an Problemen. Das entscheidet immer noch ich. Okay, bis wir die Farbe besorgt haben, müssen die Läden wieder auf sein. Dann kann ich auch mal nach einer vernünftigen Schrotflinte gucken.
Diese Ladezeiten. So, dann ab nach Hardware Town. Jemand muss ihr helfen. Sie ist verletzt. Nanu, da braucht jemand unsere Hilfe. Sie wird sterben. Sie braucht Hilfe. Das ist überhaupt nicht wie in der Ausbildung. Auf Spanplatten schießen. Wie sollte mich das auf die Hölle vorbereiten? Ahem. Da ist sie einfach verschwunden. Sie ist hier hinten. Schnell! Blue, das gefällt mir nicht. Hey! Du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten! Sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Ja, ihr haltet mich wohl für blöde, wa? Ja. Du fliegst keine Granaten mehr. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür... Oh, das gibt's doch nicht. Hey, da draußen ist was. Ja, hast dich gerade geheilt, wa? Komm schon! Du hast dich da echt locker geschlagen, Blue. Tja, ich hab's halt drauf. So. Stimpack nehmen wir auch mit. Nein, nicht den Wodka. Chemkiste übersehen. So. Zack, zack. Stapel Leichen. Viel Glück, wenn du hier was finden willst. Oh, ich finde hier genug. Ich finde hier genug, Piper. Na also. So, grüne Farbe haben wir schon. Es geht recht flott. Na? Halt den Ofen dann schon immer auch mit. Sieh mal einer an, ich habe eine Kiste übersehen. Irgendwo ist doch noch so ein komischer Seesack hier zwischen den Regalen. Wo ist denn der? Hier. Hä? Ah ja, da. Da geht's rein.
Oh, das hatten wir sogar schon erledigt. Wunderbar, das geht ja recht schnell. Ein bisschen Kleber. Immer schön aufräumen. Boah, es wird schon wieder warm hier drin. Ich hasse Sommer. Ich bin eher der Frühling- und Herbsttyp, wenn es nicht ganz so warm ist. Ach, wo laufe ich denn lang? Da müssen wir lang. Dann verpassen wir direkt mal der Mauer noch einen neuen Anstrich, damit der komische Hausmeister zufrieden ist. Oder Stadionmeister oder wie auch immer. Immer noch zu. Hey, über dich stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Mit Right Behind You, Baby. Das Lied hat echt eine ganz andere Wirkung, wenn man es um 2 Uhr nachts hört. Oh, die Leute stehen langsam auf. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Na dann los. Hm, ich könnte das natürlich auch blaue oder gelbe Farbe draufschmieren. Aber ich nehme die grüne. Bei der Arbeit? Hm, richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Hab ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich bin froh. Die Mauer bedeutet einer Menge Leute hier sehr viel, Blue. Mhm. Hier sind dein Geld. Sehr gut Deutsch. Okay. Oh, Mutterbären. Da muss ich mir noch gleich mal ein paar abschnappeln. Hey, krabbeln. Du bist dieser Wortbewohner. Der aus der Zeitung. Brauche ich alles. Her damit. So. Kann ich dann alles in Sanctuary anpflanzen? Im Surplus sind Zünds nicht willkommen. Lasst euer Team nicht hängen! Kauft ein Schlagholz! Ach, der Idiot mit seinen Schlaghölzern, der. So, hallo, Atuka. Nanu? Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City.
Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Der hat doch jetzt gerade gar nichts gesagt. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf, ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Dann lass mal sehen, was du so hast. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Ich muss sie verkaufen. Ja, hier, guck mal, weg damit. Nee, heb ich auf. So, sag mir bitte, dass du eine vernünftige Schrotflinte hast. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist doch ein Witz. Na? So. Nicht umlegen. Kauft bei Commonwealth Weaponry die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Okay. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Sicher. Du wirst super aussehen. Komm, setz dich. Klar, wieso nicht? Ein neuer Haarschnitt. Wir sind ja auch schon eine Weile unterwegs. Sind die Haare ja auch ein bisschen nachgewachsen. Was haben wir denn? Mit den kleinen roten Pillen bist du bestens auf den Ernstfall vorbereitet. Interessant. Wilde Mähne. Oh je. Schmalzlocke. Lange Haare. Garagenband. Oh, nee. Wie wär's denn damit? Oh, nee. Wir machen mal... Wir nehmen mal den Ödländer. Bart. Oh yeah. Ne, den Bart lassen wir so. Okay. Bei dir würde ich sagen, Strähnchen. Oder wir sehen die sieht gut aus. Was? Was glotzt denn du so? Lass mich doch glotzen. Medikamente für jeden Bedarf. Okay, was können wir sonst noch machen? Na gut, wir können uns dann noch die Mission von diesem Fuzzi da holen. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Hey, du Trottel, so wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger. Wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt?
Und was macht dich zum großen Experten? Ganz einfach. Ich stamme aus Diamond City. Baseball liegt mir im Blut. Und? Beantwortest du jetzt meine Frage, oder was? Es gab Bälle, Strikes, drei Bases und Home Runs. Und Punkte gab es für die Spieler, die es bis zum Schlagmal geschafft haben. Klingt fast schon elegant. Bist du sicher, dass du von Baseball redest? Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst. Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing, hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? 100 Kronkorken ist ein bisschen wenig. Ich will mehr. Du hältst mich wohl für einen totalen Volltrottel. 100 Kronkorken pro Stück und mehr nicht. Nimm's an oder lass es. Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Raus ins Left Field. Okay. Wenn du dich aus der Stadt wagen willst, solltest du dich vielleicht vorher bei Commonwealth Weaponry eindecken. Hab ich doch. Lest in der neuen Ausgabe. Institut ersetzt Leute durch Maschinen. Wer ist der Nächste? Na gut, dann holen wir erstmal dieses Baseball-Gelumpe. Und dann suchen wir Nick, nicht wahr, Piper? Aber zuerst ist die Folge zu Ende. Okay Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal Kommentare und Likes da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.